Ich hatte das gerade leider nicht mitbekommen, was du durchgesagt hast, weil ich auf der anderen Straßenseite war. Ja, der Bauherr hat angekündigt, dass er bis zum 18.03. die Bauarbeiten einstellen wird. Also nicht nur die Abrissarbeiten an der Mauer, sondern auch sein Vorhaben ist bis zum 18.03. auf Eis gelegt. Also auch das Gebäude? Genau. Aha. Und genau. Eine Ahnung, was da jetzt bei rauskommt ungefähr, ob der sich jetzt zurückzieht oder eine Einschätzung, oder kann man das schwer geben im Moment? Kann man natürlich schwer in seinen Kopf hineinversetzen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er froh ist, dass jemand vielleicht nochmal auf ihn zukommt und mit ihm darüber reden möchte, ob es nicht auch alternative Möglichkeiten für ihn gibt, sein Bauvorhaben woanders durchzuführen. Schönen Dank. Ja, gerne. Wie war das nochmal mit der Brücke? Das ist gut. Also die Mauer wird jetzt oder sollte nicht nur wegen des Gebäudes eingerissen werden, sondern hauptsächlich oder zum großen Teil auch wegen der Brücke. Es ist aber so, dass es uns nicht nur um den Einriss der Mauer geht, genauso wie man ja sagen könnte, man kann die Mauer ja einfach einen Meter dahinter wieder aufbauen und dann ist sie ja wieder da, sondern es ging uns halt um das gesamte Vorhaben, dass halt hier ein Hochhaus und dann nochmal ein 120 Meter langes Haus gebaut werden soll. Ja, das ist so ein bisschen jetzt so eine Art Desinformation, Informationspolitik. Der Investor sagt, ich habe die Mauer überhaupt gar nicht für mich aufgebaut. Das bezweifle ich, dass man einen 22 Meter breiten Durchgang durch die Mauer braucht, um auf eine Fußgängerbrücke zu kommen. Ja. Das wird groß in der Taz berichtet. Ja, ja, genau. Also die Fußgängerbrücke finde ich jetzt erstmal korrektes Projekt, hätte ich jetzt nichts dagegen. Auch wenn man dafür jetzt die Mauer nochmal aufmacht, hätte ich da auch nichts dagegen, ist meine Meinung. Aber bestimmt nicht in 22 Meter Breite. Und für mich ist einfach so eine Art Frevel, auf dem Todesstreifen ein Hochhaus und ein Hotel bauen zu wollen. Die Brücke an sich hört sich erstmal korrekt an, aber mit der ist es alleine. Kann das an derselben Stelle sein oder ist das woanders? Ja, also ich meine, Brücke und Haus würden dann so auf dem Grundstück nebeneinander sein. Aber der braucht ja eine Tiefgarage, also der kriegt ja eine Tiefgarage sonst auf sein Gelände, der braucht eine Feuerwehrzufahrt, da muss die Müllabfuhr raufkommen und das kann er sich nicht mit den Fußgängern teilen, das würde man nie bauen. Ja, deswegen ist das Ding 22 Meter breit, dann wird man da irgendwo abtrennt, vielleicht kriegt er sogar noch eine Schranke davor, so halt. Und dann ist die Mauer auf einmal Teil seiner Hofeinfahrt, seine Hofeinfahrtsmauer sozusagen. Naja, die Tiefgaragenrampe ist ja laut der Planung direkt hinter der Mauer. Das heißt also, eigentlich wäre die Mauer nichts mehr weiter als der Tiefgaragenrampenwand. Genau. Und genau. Das ist ja eigentlich nicht mehr erlebbar, was das mal als Symbol dargestellt hat, wenn es auf einmal eine Mauer ist für eine Tiefgarage. Also. Ja, das ist auch nicht seine Schuld. Also das hat man schon in den 90er Jahren verkackt, indem man einfach dachte, dieses ganze Areal hier, ne, alles ist Bauland und da hinten hat man Townhäuser, man hat sowas sich vorgestellt wie eine Lokomotive, also sein Turm war der Schornstein, der 120 Meter Riegel, die Lok und dahinter so einzelne Townhäuser wie Waggons, ja, und so wäre halt die ganze Eastside Gallery durchlöchert gewesen. Und Künstler wie der Herr Kani Alawi haben das halt schon damals erkannt, dass das ein absolutes No-Go ist und hat halt die Bemalung ins Leben gerufen. Also so Leute wie Thierry Noir haben das wirklich nur gemacht zum Schutz der Mauer. Die haben sich da nicht verewigt, weil sie dachten, ich mache mal ein Kunstwerk in Berlin, sondern er hat gesagt, okay, wenn das der Mauer hilft, dann bemale ich sie. Dafür hat er auch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und jetzt kommt halt jemand, der noch aus dieser Zeit ein Baurecht oder ein Grundstücksrecht hat, nach Jahren, nach Jahrzehnten wieder auf den Schirm und sagt, jetzt mache ich das. Und dann ist es halt tatsächlich so ein Akt zwischen Bezirk und Senat gewesen, dass der Senat sagt, der Ort hier hat keine überregionale Bedeutung für uns, das ist Bezirkssache. Und der Bezirk sagt, er kann sich diese Millionen, ich weiß jetzt nicht, um wie viel es geht, nicht leisten, die alle rauszukaufen und sagt wieder, also wenn der Senat uns nicht hilft, dann können wir dagegen nichts machen. Und auch gestern Abend, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, im RBB war dann schon wieder so ein Hin- und Her-Spielen. Dann hatten sie endlich einen von der SPD an der Strippe, die sich bis dato ja sehr zurückhält mit irgendwelchen Äußeren. Und er sagt wieder,
der Bezirk soll endlich seine Verantwortung übernehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gestern gehört habt, der Bezirksbürgermeister war da und sagt, der Senat soll endlich seine Verantwortung übernehmen. Ja. Gut, ey, ehrlich, ich weiß, warum ich nicht in der Politik gelandet bin, muss ein fürchterlicher Zustand da sein. Aber wir haben ja gestern auch klar gefordert, die müssen zusammen an einen Tisch, auch zusammen mit dem Investor und eine Lösung finden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist. Also die kriegen ja vielleicht sogar hin, einen Flughafen zu bauen, dann können sie sowas auch. Auch für die Brücke, da hinten ist so eine Öffnung am Anfang. Da reicht da denn ja aus für eine Brücke? Genau. Da ist ein Loch, genau. Ist ja ein Fußgänger, ich meine, die können deswegen ja brauchen gehen. Die Mauer aufmachen, ja, eine Brücke, genau. Brückenpfeiler sind noch im Wasser und seit 20 Jahren soll diese Brücke gebaut werden und hin und her. Wichtig ist auf jeden Fall, wir wurden nicht gefragt und die Verantwortlichen, und das sind meiner Meinung nach alle, egal ob Senat oder nicht Senat, die müssen die Verantwortung dafür tragen, und wenn die so weitermachen mit ihrem Spiel, stehen wir irgendwann vor deren Tür. Ich meine, wir werden jeden Tag immer mehr, wir sind langsam geübt, Occupy, Zwangsräumung verhindern. Ja, wir kommen so langsam richtig in Übung, und wenn die nicht langsam aufpassen, meiner Meinung nach, brennt die Hütte. Und das dürfen wir uns einfach nicht bieten lassen. Also das ist meine Meinung. Die Hütte würde ich deswegen nicht anzünden von irgendjemandem. Ja, das würde ich einfach prinzipiell ablehnen. Und ich glaube auch, das ist gar nicht nötig, weil was hier Freitag für ein Druck war, was hier gestern für ein Aufkommen war, da brauchst du gar nicht noch mehr sagen. Ja, das aber ist, wenn wir Freitag nicht hier gewesen wären, wäre es weg gewesen. Ja, genau. Und das auch, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber als ich das am 30. Januar gehört habe, der sagt, Anfang März geht's los, ist die Mauer weg, dachte ich mir, das weiß keiner. Also wenn ich das nicht weiß, dann wisst ihr das doch auch alle nicht. Also so, tatsächlich hat auch aus der Runde eigentlich niemand weiter das nach außen getragen und das als ein Novum gesehen, sondern das haben alle gesagt, oh, okay, gut, dann ist ja, es halt so. Hier wird gezeigt, wie Politik funktioniert, und so darf sie nicht funktionieren. Ja? Und ganz klar, wenn Unrecht zu Recht wird, ja, ich kann es immer wieder nur wiederholen, dann ist der Widerstand unsere Pflicht. Und dann dürfen wir auch nicht zugucken und hier rumstehen, sondern irgendwann, wenn sie es immer weiter auf die Spitze treiben, wir haben uns dummerweise daran nur schon gewöhnt, ja, irgendwann ist es wirklich unsere Pflicht, mal ein bisschen schneller und mal ein bisschen... Weißt du, der Unterschied zwischen dem, was du sagst und was ich denke, ist der, dass ich nicht mehr zwischen ihr und wir unterscheide, sondern ich bin Teil von allem dem hier, und jeder andere ist es auch. Es gibt zu viele Grautöne, um einfach nur schwarz und weiß zu zeichnen und zu sagen, die sind schuld. Da musst du einfach in die Materie rein. Und ich denke, was wirklich die wichtige Waffe ist, ist Information und auch Leute aufrufen und tatsächlich dann auch Leute wie dich zu mobilisieren, die dafür auf die Straße gehen. Aber über alle anderen Maßnahmen möchte ich wirklich nicht nachdenken. Nee, es ist für mich einfach vorbei. Ich bin Hausbesetzer aus den 80ern, ja. Ich war auch schon mal Steinewerfer, aber weißt du was? Ich war jung und dumm, weißt du? Und heute weiß ich, ich will einfach keine Steine mehr gegen Polizisten werfen. Ich will auch niemanden mehr die Scheiben einschlagen oder seine Häuser abbrennen oder ihn physisch bedrohen. Das ist einfach keine Option, auch nicht hier in Kreuzberg. Weiß ich. Ich sag dir einfach jetzt nur meine Meinung dazu. Mein Ziel ist, wenn der erste Polizist sagt, ich mache hier nicht mehr mit, und zieht seine Uniform aus und stellt sich auf unsere Seite. Und da müssen wir hinkommen. Anders funktioniert es nicht, sonst werden wir immer weiter verarscht. Wir gucken immer weiter zu. Europa um uns brennt, ein Staat nach dem anderen brennt. Bei uns wird die Kacke als letztes dampfen. Und wenn sie dampft, dann haben wir auch nicht mehr viel Infrastruktur und Ressourcen. Jetzt hätten wir sie noch. Jetzt hat jeder noch zu essen. Jetzt hat jeder noch zu Hause warm. Und jetzt könnten wir schön entspannt zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander. Weil wir sind am Ende die Letzten. Ja? Europa bricht zusammen. Wir haben den ganzen Wohlstand hier zusammengerafft. Und uns wird es halt als letztes treffen. Deshalb sage ich, desto früher, desto besser. Und wir müssen einfach nur mehr werden. Und wenn wir da vor diesem Rathaus stehen und diesen Wurfbereiter irgendwann rausdrücken oder jeden anderen, der uns da belügt und betrügt. Das ist einfach meine Meinung. Ohne Gewalt. Aber es ist so, du bist ja gar nicht machtlos. Ja? Du bist ja gar nicht machtlos. Wenn du mal überlegst, der hat wirklich... Der hat dieses Grundstück gekauft, der hat eine Bauplanung gemacht, der hat Architekten beschäftigt, der hat Ingenieure eingestellt, der hat Firmen beauftragt. Die waren mit einem richtig teuren Kran hier, der wollte gerade loslegen. Also das ist einfach schon wirklich nicht nur 11:55, das ist eigentlich schon 13:30 Uhr, dass wir hier anmarschiert sind.
Und dann stoppen wir ihn noch. Weißt du, einfach durch, auch durch sowas, was gestern war, durch einfach Tausende, die da sind, die ganze Berichterstattung, die da führt, die stoppt ihn. Das ist für einen Unternehmer ein Gong. Ja, das ist wirklich sein, ja, ganz genau. Ja, und dann, da kann man nicht sagen, wir können ja gar nichts machen. Ja, es ist gerade wirklich sehr viel gemacht worden. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass dieser Unternehmer jetzt nicht 1992 das Grundstück gekauft hat. Richtig. Und jetzt sagt, der hat das Grundstück erst Richtig. Vor ein paar Monaten genau, gekauft. Genau, genau. Also genau. Insofern, der wusste schon sehr genau, auf was er sich einlässt. Denn die der Volksentscheid mit den 80% gegen eine Bebauung, der ist allgemein bekannt. Und wenn er im letzten Jahr hier ein Grundstück kauft und sagt, jetzt ziehe ich aber eine Baugenehmigung durch, weil die sonst abläuft, weil er sonst nämlich gar nicht mehr bauen darf, dann ist er sehenden Auges. Ja. Und dann tut er mir auch nicht leid, wenn wir ihm jetzt hier Kosten verursachen und wenn wir vielleicht versuchen, das Ganze noch zu stoppen. Und ich bin da schon eher, dass ich auch noch sage, wir und ihr. Denn diese Spielbälle, die die Politik sich zuwirft, das ist ja auch wieder eigentlich, um auch Zeit zu schinden. So ist es meine persönliche Meinung. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt wirklich ganz bewusst von den Politikern sagt, ach komm, jetzt tun wir mal so, als würden wir reden und dann schinden wir einfach Zeit. Aber dennoch, wir müssen es im Auge behalten. Wir müssen es im Auge behalten. Guck mal, also gestern vor dieser Kundgebung habe ich mich mit dem Bezirksbürgermeister und verschiedenen Leuten von den Fraktionen bei mir im Restaurant getroffen. Einfach, weil ich auch im Vorfeld wissen wollte, was passiert jetzt politisch. Ganz ehrlich, wenn das, was die gestern gesagt haben, nicht passieren sollte, dann scheuchen wir die weiter vor uns her, weil das ist das, was eigentlich jetzt gerade hier passiert. Diese ganzen Aufrufe sind für die Politiker ein Aufscheuchen. Ja? Die werden jetzt genötigt, sich dazu zu äußern. Wovereit ist genötigt, sich dazu zu äußern, ganz sicher. Und warum tut das nicht? Das wird kommen, ganz sicher. Ja, aber es ist doch, also es, auf einmal sind alle Parteien gegen dieses Projekt, aber sagen alle, der andere ist zuständig und wahrscheinlich können wir sowieso nichts mehr machen. Also das ist für mich wirklich Zeitschinden und bis zur nächsten Wahl hat das dumme Wahlvolk das eh alles vergessen. Und die werden, irgendeinen müssen sie wählen, also... Kommen wir wieder zurück zu einer These. Welche war? Ein bisschen mehr vorpreschen. Und also bei Occupy habe ich gehört, wo wir Occupy angeleiert haben, alle zusammen, ne, und viele sind ja wahrscheinlich auch noch hier, habe ich gehört vom Sven Giegold von den Grünen, Europaabgeordneter, der meinte das erste Mal, dass er gesehen hat, dass Politiker wirklich Angst um ihren Posten haben, sich gefragt haben, oh, what the fuck, was geht hier ab, war, als diese ganze Occupy-Geschichte losging. Ja, und das können wir denen jetzt immer wieder verpassen. Sollten wir denen verpassen, die dürfen auf ihren Stühlen nicht ruhig sitzen bleiben, wir müssen halt so lange dran sägen, bis da so einer runterpurzelt. Amen. Genau. Sascha, das ist ja. Wann läuft denn die Baugenehmigung ab? Gute Frage. Also ich Hallo, ich bin gerade auf unserer Demo vor der Mauer. Darf ich die Gerüchte gehört, irgendwann im März jetzt, aber ob das wahr ist, weiß ich nicht. Also es gibt momentan so viele Informationen, Pseudo-Informationen. Momentan heute nicht. Ich habe es halt auch nur gehört. Richtig viele Leute da, haben aufgehört zu bauen. Alles ich möchte nicht sagen, wenn wir das 30 Tage durchhalten, dann haben wir gewonnen. Also, genau. Keine Ahnung. Aber man kann so ein Ding auch verlängern. Ne? Ah, okay. Könntest du mir nochmal eine SMS schicken mit deinem Namen und dem Namen des Vereins, damit ich euch unsere Verteilerliste aufnehme? Zu lange. Das ist auch schön, dass wir das machen. Darf man machen? Internet, ja, oder change.org, also wie das englische Wort für Wechsel, change.org. Ja. Danke. Das war gerade die Vietnamesin von gestern, habt ihr die gesehen? Oh, die war süß, das war ja, wirklich ne? Cool, ja. Die war sehr. Ich komme aus Prenzlauer Berg und ich bin hier seit Sommer der Anarchie und ich habe das alles miterlebt. Wenn Investoren kommen, ist es vorbei. Wir denken nur an Eigentumswohnungen, die neben Magnet gebaut wurden oder an Knarrclub. Am Mauerpark, ich habe da Bäume gepflanzt. Ich meine, ich habe da Birken mitgepflanzt. Und jetzt wollen sie da Häuser bauen, sie wollen, dass Leute da nicht mehr feiern. Was bedeutet das? Das heißt, sehr, sehr bald wird hier ja, Anzeigen wegen Ruhestörungen gang und gäbe. Ist doch so. Da dürfen wir da nicht mehr sitzen an dem Ufer oder wie? Es wird kommen, wenn es gebaut wird, es ist vorbei. Und das geht Stück für Stück. Und das ist unsere Stadt. Ich bin hier nicht geboren. Das ist verdammt nochmal meine Stadt.
Ich liebe sie. Und das gehört dazu. Als ich kam, stand noch die Mauer. Und dann wurde sie nach und nach abgerissen. Ich bin nach West-Berlin gekommen. Wohne jetzt im Osten, im Prenzlauer Berg. Diese Mauer gehört zu meiner Geschichte genauso. Es kann nicht sein. Es darf einfach nicht sein. Das ist Verbrechen. Und für Verbrechen muss man bestraft werden. Irgendjemand muss dafür bestraft werden, dass unsere, dass eure Eigentum ausverkauft wird. Das wird einfach rausverkauft. Ganz simpel. Das ist so, als ob jemand kommen würde und würde sagen, verkauf jetzt deine Bücher, ich brauche dein Geld jetzt. Also, du kannst die nicht mehr haben. Ich bestimme es einfach so. Alles muss raus. Also, das geht nicht, überhaupt nicht. Ich war gestern da, vorgestern da, und ich denke, das ist das Einzige, was wir machen können, einfach sich da vorstellen und sagen, so nicht, mit uns nicht. Wenn er wirklich bauen sollte, also er hat ja bis zum Jahr 2014 Bauzeit geplant, das werden keine ruhigen Bauphasen geben, es wird keine ruhige Bauphase geben, ganz sicherlich nicht. Aber am Ende, wenn Leute da einziehen, werden die da nicht in Ruhe wohnen, also das ist eigentlich... Sie sollen nicht dazu kommen. Aber wenn sie dann schon wohnen, dann ist es zu spät. Dann ist das Gesetz doch auf deren Seite. Die Anzeigen während Ruhestörungen kommen hinterher, nicht vorher. Unser Ziel ist jetzt, den Bau zu verhindern, alles Weitere zu verhindern. Genau. Und Step by Step jetzt, dass gar nicht erst so weit kommt. Ja, dass das einfach nicht gebaut wird, das ist die einzige Möglichkeit. Natürlich hat er Rechte, aber irgendjemand hat ihm diese Rechte genehmigt. Genau, und ich frage mich, wer... Wer hatte das Recht darauf? Ist jemand hier? Ist jemand hier? Es gibt auch keine Koalition der Ja-Sager. Also wir sind ja als Koalition der Nein-Sager tituliert worden. Es gibt niemanden, der eigentlich hinkommt und sagt, wieso, ist doch schön. Doch, endlich mal. Ja, wen? Ja, es gibt im Internet ein Architekturforum, wo diese Bebauung in hohen Tönen gelobt wird. Und wo, die Leute schalten sich auch auf der... Facebook-Seite ein in die Diskussion und sagen ihm auch, ja, was soll denn das? Dann macht man halt ein Loch mehr. Ist doch schön, dann ein Haus, was irgendwie auf grünen Konzept, Öko-Konzept gemacht ist, was ja Quatsch ist. Da stehen drei Bäume in der Visualisierung. Es gibt durchaus einige, die sagen, lass doch den Scheiß, baut das doch. Also, Scheiß, reiß doch die Mauer ab. Gesehen habe ich diese Leute nicht. Im Internet soll es ja einige Foren geben, wo schräge Leute unterwegs sind. Ne, das ist wirklich ein Architekturforum, was sich seit vielen Jahren mit der Architektur in Berlin befasst. Ah, okay. Hast du mal gelesen, wie viele da den Daumen hochheben? Weißt du das? Naja, da diskutieren schon einige, aber eben auch schon seit längerer Zeit. Ja, natürlich, klar. Für viele ist das als Denkmal eben auch nichts wert und dann sagen sie einfach, ein Haus ist mehr wert, klar. Aber es ist ein bisschen kurz. Ich habe 3 Tage meinen Anrufbeantworter nicht abgehört und vorhin um 3 Uhr das erste Mal, und da hatte ich eine Nachricht von einer Freundin drauf, die mich fragte, ob ich wüsste, was von einem Jobangebot an der Eastside Gallery für 10 Euro die Stunde und wäre wohl eine Aktion. Und sie dachte zuerst, das ist eine Spaßaktion von uns. Aber ich habe sie jetzt nicht nochmal gesprochen, aber angeblich soll wohl der Investor irgendwie Leuten 10 Euro geboten haben, wenn die da als die Gegendemonstranten erschienen. Ja, ich habe das als Anrufbeantworter-Ding. Ich werde mir jetzt noch die Genehmigung von der Freundin holen lassen und dann werde ich das auf jeden Fall online stellen. Das ist die Härte. Das hat die SPD übrigens schon mal gemacht vor 10, 15 Jahren. Ich glaube, vor der Schröder-Zeit haben die auch schon mal 20.000 Demonstranten gebucht und vors Kanzleramt gestellt. Also kann man mal sehen, mit was für Methoden die alle arbeiten. Ja, aber nicht nur hier. Wenn man sich mal überlegt, dass jetzt U-Bahn gebaut wird, vorne von dem Alexanderplatz zu Brandenburger Tor, jeder Touri mit 3 Koffern schafft die Strecke in 10 Minuten. Ja, wenn er wirklich normal läuft. Nein, sie haben gebaut und jetzt stürzt die Friedrichswerthersche Kirche ein. Und was sagen die? Ja, natürlich, die ist zu. Was denkt ihr, warum? Weil da Risse entstanden sind. Und sie sagen, Schinkel hat Mist gebaut. Hey Leute, es stand 200 Jahre da. Schinkel hat Mist gebaut. Also ich glaube, ich spinne. In Köln stürzt die Bibliothek ein. Die U-Bahn ist schuld. Keiner ist schuld. Keiner. Keine wird zur Verantwortung gezogen. Irgendjemand, ja, wir wissen nicht, woran es liegt.
Berlin ist am Sand gebaut. Sobald sie anfangen, da drunter, unter den Linden zu bohren, fängt nämlich der Sand. Ich bin keine Architektin. Aber das ist doch logisch. Der fängt an, sich zu bewegen. Die wussten damals, was sie taten. Sie haben nämlich Burggraben mit Sand zugeschüttelt. Und jetzt buddeln sie genau da drunter. Die Oper, die kann nicht saniert werden, weil die Wände runterreißen. Warum? Weil da drunter Sand ist. Würde ich euch bitten, von der Fahrbahn etwas runterzukommen, nicht, dass mit diesem Verkehr hier noch Verletzte oder Tote gibt. Kommt bitte einfach weiter auf den Bürgersteig. Und bitte beschädigt natürlich auch die Mauer nicht. Also jetzt nicht mit Nägeln oder irgendwie sowas versuchen, in die Mauer reinzuschlagen oder so. Das war gerade meine Bitte der Polizei. Danke.